Hallihallo, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag. Es ist für mich jetzt der letzte Tag in 2022. Ja, erstmal Zeit zum Durchatmen. Huiuiuiui. Dieses wunderschöne Jahr geht für mich, für viele, für alle jetzt zu Ende. Und ich bin super dankbar über die ganze Zeit und über alles, was ich erleben durfte. Und jetzt hatte ich heute mein letztes Training für dieses Jahr. Und dadurch, dass ich halt die Videos gar nicht richtig hochladen kann mit Musik, weil ich mache da Impro-Teile auf Musik, habe ich mir gedacht, ich mache einfach so eine kleine Voice-Over-Geschichte. Das heißt, ihr könnt euch jetzt anschauen, wie ich hier auf dem Boden rumkrabbel als Abschluss meines Trainings. Das heißt, das sind die letzten 10 Minuten meines Trainings 2022. Und ja, ohne Musik natürlich schade, dann kann man die Akzente nur sehen, leider nicht hören. Aber bildet euch das einfach im Kopf dazu. Und ich kann euch einfach ein bisschen noch was erzählen über mein Leben, über das, was war, über das, was vielleicht sein wird, was auch immer. Und ja, freue mich aber auf jeden Fall, dass dieses Jahr so wunder, wunder, wundervoll war. Und erstmal ein paar Show-Updates. Ich habe natürlich wieder alles Mögliche zusammengetragen und mal geschaut, okay. Ja, wie war es eigentlich 2022? Es fing ja sehr langsam an. Nicht gerade wie so hier in diesem Video, wo es richtig schnell abgeht. Aber für mich fing es langsam an. Ich bin ja erstmal mit Sule in den Süden gezogen, habe meine Streetshow verarbeitet oder verbessert. Vorher hatte ich in Paris eine Show, aber sonst erstmal nichts. Und ja, dann später ging es ganz entspannt irgendwie ins Jahr rein und plötzlich im Sommer ist dann der Streetshow-Wahnsinn ausgebrochen. Ich weiß nicht, in wie vielen Städten, also ich weiß es schon, also ich habe in vielen Städten einfach performt, wurde gebucht, habe Festivals gespielt und das war so eine Hammererfahrung und so viele verschiedene Hammererfahrungen, auf die ich einfach echt stolz bin und auch echt dankbar bin. Und halt da kann ich sagen, okay, danke an diese Zeit, wo ich nicht ins Theater gehen durfte, dass ich wirklich sage, okay, ja, ich durfte etwas Neues machen. Ich durfte lernen, auf der Straße Menschen zu begeistern in einer ganz anderen Art und Weise, diesmal jetzt halt auch mit Ton. Das heißt, ich rede ja auch mit den Menschen, obwohl mir jetzt im Nachhinein gesagt wird, dass man das gar nicht unbedingt muss, aber ich habe es getan und es kommt tatsächlich auch sehr, sehr gut an. Habe jetzt ein Stipendium fürs neue Jahr von meiner Stadt aus Essen vom Essener Kulturamt bekommen, dass ich meine Streetshow noch weiter verbessern kann und damit dann halt nächstes Jahr noch mehr die Festivals und die Städte und die ja Straßen und Innenstädte bespielen und begeistern kann. Und darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Muss ich dann im neuen Jahr, wollte ich mich ganz entspannt bewerben und alles fertig machen. Ein paar Anfragen sind auch schon reingekommen. Das ist total toll, dass die Leute mittlerweile halt auch einfach auf mich zukommen und mich fragen, hey, hast du dann und dann Zeit? Wir möchten dich haben. Und das ist einfach super schön. Ja, und jetzt mache ich aber erstmal hier meine wunderschöne Zeit zu Ende. Und ja, nein, das Video stoppt nicht. Es ist ein neues Lied angefangen. Deswegen habe ich einfach nur die Position gewechselt und jetzt fängt quasi ein neues Lied an und da fängt eine neue Thematik an mit meiner Tänzerei da. Ja, ich bin jetzt gerade noch in Hürth, wo ich Shows spiele im Zirkus bei Johnny Caselli und ich bin super happy hier. Ich meine, ich bin da in der Manege ja auch gerade, wie man sehen kann, am Trainieren oder einfach nur am, ja, Austrainieren, runterkommen nach meinem Training. Ich finde das immer toll, einfach nur die Bewegungen, die gerade kommen und die der Körper spürt, einfach zu machen. Dachte mir so, okay, lade ich das einfach mal hoch, während ich euch erzähle. Also, was ist passiert im Jahr 2022? Ich habe Shows gespielt in drei Ländern und in 15 verschiedenen Städten. Aufgeteilt sind die Shows in leider keine Luftringshow und keine Trampol-Show. Einfach dem verschuldet, dass schon wieder halt eine Tour abgesagt wird. Aber die haben mir ja, wie gesagt, leider das Geld von vor 2 Jahren noch nicht gezahlt. Und wieso soll ich für jemanden wieder neu anfangen zu arbeiten, wenn das Geld von vor 2 Jahren immer noch nicht auf meinem Konto ist? Macht meiner nach keinen Sinn. Also, ja. Ich hoffe, die kommt noch, die Bezahlung. Wahrscheinlich muss man da echt hart mit Anwalt vorgehen. Aber wir werden sehen. 2023 wird uns das zeigen. Und dementsprechend habe ich leider nicht viele Luftringshows gespielt und Rhönrad-Shows
auch nicht so viele. Das heißt, drei Stück. Eine davon war im Fernsehen bei Immer wieder sonntags. Und da habe ich auch einen Rekord aufgestellt. Das war eine sehr interessante Erfahrung mit der Live-Show da. Das ist sehr cool gewesen. Und ich habe 17 Sur-Bühnenshows gespielt. Also mit, ja, hier quasi im Zirkus. 17 Shows dieses Jahr. Und beziehungsweise 16. Ich fange gleich in einer Stunde mit meiner 17. Bühnenshow Sur an. Und jetzt haltet euch fest, ich habe 70 Street-Shows gespielt. Und das ist halt im Total ungefähr genau 90 Shows. Also jetzt gerade 89 und gleich habe ich 90 Shows gespielt. Damit habe ich mein Target von 100 Shows pro Jahr leider nicht geschafft. Aber ist auch egal. Es ist nicht meine Schuld, wenn die Leute, ja, so sind, wie sie sind. Und von daher ist mir das auch egal. Und das ist trotzdem viel. Und Menschen sagen, hey, das ist viel. Von daher sage ich mal, okay, Dankeschön. Weil ich meine, man hat seine eigenen Ziele, man hat seinen eigenen Perfektionismus. Den habe ich immer noch. Aber was ich auch hier jetzt im Zirkus lernen darf, ich meine, ich kenne in- und auswendig, was ich kann, was ich machen möchte und wie ich es am liebsten machen möchte. Und wenn es dann halt mal an einer Ecke ein bisschen zeitversetzt irgendwas ist, ist es für mich nicht so schön. Aber, oh, Platsch. Braucht doch nicht umfallen. Aber fand ich ein schönes Ende. Jetzt kommt das letzte Lied übrigens. Ja, auf jeden Fall ist es eigentlich gar nicht so schlimm, weil die Leute, die feiern es trotzdem. Manchmal habe ich diese Momente, da bin ich dann halt am Ende, im Finale stehe ich da, ich fand es gar nicht so gut heute und die Leute sind am Quatschen und am Klatschen und am Klatschen und dann gehe ich raus und dann kommen die Leute zu mir und dann sagen sie, wie toll das war und freuen sich total und dann, ja, kriege ich da auch wieder so ein bisschen, okay. Es muss nicht immer perfekt sein. Es darf auch mal ein bisschen vom Ton abgetroffen sein, wenn der Vorhang zu spät aufgeht oder wenn die Plane ja ein bisschen schwierig ist. Ich meine, ich performe hier auf Teppich und einer Plane. Es ist nicht einfach. Aber ich bin da dankbar für, dass ich das gemacht habe, dass ich da mich durchgekämpft habe. Ich habe dieses Jahr angefangen, auf Unterboden zu turnen und zu performen, wo ich nie gedacht habe, dass das funktioniert. Nicht nur hier Plane und Teppich, die rutscht, die, wenn es richtig kalt ist, auch einfach richtig, richtig schwer zu bespielen ist. Wenn es warm ist, ist besser, habe ich festgestellt. Aber ich habe auf Kopfsteinpflaster performt. Kopfsteinpflaster, Leute, mit einem Sur, stellt euch das mal vor. Es hat aber funktioniert, es war verrückt. Ah, und da bin ich auch dankbar, so viele neue Erfahrungen gemacht zu haben, so viele verschiedene Städte besucht zu haben für Shows und vor allem auch so viele neue Bekanntschaften gemacht zu haben. So viele tolle Menschen sind in mein Leben gekommen und natürlich auch ganz viele Menschen, die ich schon lange kenne, sind bei mir geblieben und unterstützen mich und ich freue mich endlich wieder das machen zu können, komplett, was ich liebe, was meine Leidenschaft ist, wofür ich denke, bin ich hier, Menschen mit dem, was ich am meisten liebe, zu begeistern und vielleicht auch zu inspirieren. Und das ist es auch. Ich erreiche mittlerweile echt viele Menschen. Menschen malen Bilder von mir. Menschen schreiben Songs über mich. Okay, einer. Und das ist verrückt. Jetzt ist ein Song über mich online. Das ist verrückt. Das ist richtig verrückt. Ja. Und ich durfte echt viel von der Welt sehen. Ich meine, ich bin in, ja, 4 Monaten um die 4000 Kilometer hin und her gefahren an der südwestlichen Europaküste mit meinem Wohnmobil. Mein Wohnmobil hat dann eine Sommerpause gemacht in der Werkstatt. Ich durfte da 5-stelligen Betrag zahlen und jetzt ist sie wieder fit. Juhu, endlich. Und deswegen bin ich ganz gespannt, wo nächstes Jahr hingeht. Ich werde auf jeden Fall die Streetshow weiter ausbauen und werde mich dann spontan als, ja, Beobachter von meinem Leben treiben lassen, hoffentlich. Und dann einfach mal sagen, okay, wir gucken, was kommt. Ich genieße das einfach. Weil das habe ich mir jetzt verdient. Ich habe 10 Jahre lang gearbeitet. Ich habe 10 Jahre lang hart gearbeitet für das, was ich machen möchte. Und dann hatte ich's. Und dann kam Corona. Und dann war alles weg. Ich denke mir so, nee, kann doch nicht weg sein. Aber jetzt ist es wieder da. Ich bin glücklich. Und Achtung, jetzt kommt gleich ein cooler Trick im Video. Vollkommen unerwartet und spontan kam gleich ein kleiner, ja, ihr seht das ja selber. Und ich habe mir gedacht, hepp,
Mache ich einfach spontan. Habe ich ewig nicht gemacht, aber geht. Und dann bin ich nochmal richtig ausgerastet. Und am Ende gehe ich gleich nochmal ins Rad, aber ganz kurz. Und schaut euch das Rad an. Das ist rot. Ich habe jetzt ein rotes Syr. Und was hat jetzt diesen Boden kennengelernt? Und ich bin mir noch nicht sicher. Gehe ich damit auf die Straße? Traue ich mich oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall super dankbar für dieses Jahr. Und für mich war dieses Jahr echt toll. Hat hart gestartet, ab und zu gab's hoch, ab und zu gab's Tiefs, aber in Summe war es einfach nur toll. Und ich danke jedem davon, der mich da begleitet hat und vor allem auch unterstützt hat und für mich da war. Ja, das ist echt cool. So, guck mal, ich habe mein Haargummi verloren zum Ende des Videos. Jetzt dürfen meine Haare mal im Rad abdrehen und richtig abgehen. Und dann würde ich sagen, habt ein wunderschönes Jahreswechsel. Eine wunderschöne Zeit, kommt gut in 2023 rein. Bis ganz bald, eure Gina.